Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 47 mittlerweile meines Let's Plays zu Bioshock Infinite. Und ich würde sagen, gute Wahrscheinlichkeiten, dass das der letzte Teil sein wird. Ja, wirklich? Ja, bestimmt. Also, ich nehme jetzt die Flöte und wir werden endlich versuchen, das Siphon zu zerstören, den Turm von Elizabeth. Und dann hoffentlich werden dann auch noch ein paar Fragen geklärt. Ne? Unter anderem, wer jetzt den kleinen Finger von Elizabeth auf dem Gewissen hat. War ich es wirklich? Naja, mal gucken. Also, ich nehm's mal, ja? Hoppala. Reiß alles ein. Reiß alles nieder. Elizabeth? Ein Durchgang. Einer von vielen. Hier lang. Was meinst du damit, ein Durchgang? Wo willst du hin? Komm. Ja, hier lang. Was Comstock über deinen Finger sagte. Gibt es hier eine Antwort? Weißt hier du? Runter. Ach, Elizabeth. Ich will aber wenigstens mal gucken. Das ist ja total genial. Das ist was für ein Twist, dass wir jetzt hier in Rapture landen. Das ist völlig irre. Und hier der Gatherer's Garden. Wahnsinn. So. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Werden wir es jetzt mit Big Daddies zu tun bekommen oder werden wir selber Big Daddy? Ja, hier fängt es doch an, genau. Hier fängt der erste Teil an. Das ist zugeschüttet. Hier nimmt man den Schraubenschlüssel auf. Wahnsinn. Hier sind wir richtig. Ach, wieso? Was ist denn los, Elizabeth? Was meinst du damit, einen Durchgang? Ich muss es dir zeigen. Okay, ja, das ist die Tauchglocke, wo wir dann landen. Also im allerersten Bioshock, oder? Na, genau, hier kommen wir nämlich an. Ja, Elizabeth, dann hast du auf jeden Fall den richtigen Weg gewählt, ne? Denn wir wollen ja nach oben. Das werde ich vermutlich bereuen. Sagte ich nicht nach oben? Eine Stadt auf dem Meeresgrund? Lächerlich. Sieht auf jeden Fall, ja doch, eben sah es schon ziemlich zerstört aus. Sieh dir das an. Tausende Türen. Alle öffnen sich gleichzeitig. Mein Gott, wunderschön. Was, die Sterne? Es ist hier lang. Komm! Okay. Was immer du sagst, Elizabeth, wir sind ja echt durch dick und dünn gegangen. Kriegst du sie auf? Es geht nicht. Was? Verdammt. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, wenn wir erst hier sind, habe ich die volle Kontrolle. Ich dachte... Was ist das? Ein Schlüssel. Wo kommt der her?
Er war schon immer da. Ich konnte ihn nur nicht sehen. Sieht ein bisschen aus wie der Oscar, oder? Ah, nee, halb männlich, halb weiblich, oder? Nee. Hä? Doch, sieht ein bisschen aus wie der Oscar. Siehst du? Keine Sterne. Das sind Türen. Wow. Nach überall. Man braucht es sich nur aussuchen. Ui. Wirklich, überall Türen. Was sind das alles für Leuchttürme? Wieso sind wir... Wer... Es gibt 1 Million Millionen Welten. Alle verschieden. Und alle ähnlich. Konstante und Variablen. Was? Da ist immer ein Leuchtturm. Da ist immer ein Mann. Immer eine Stadt. Woher weißt du das? Ich sehe sie durch die Türen. Dich, mich, Columbia, Songbird... Aber manchmal ist etwas anders. Konstante und Variable. Ja. Oh, das heißt ja, es gibt auch bestimmt super viele andere Bioshock-Universen. Okay, geht's hier lang? Natürlich geht's hier lang. Aber es geht auch hier lang. Natürlich geht's auch hier lang. Ich glaube, ich gehe aber mal... Ich gehe mal hier lang. Wow. Naja, auf jeden Fall haben alle irgendwie alle Welten ganz guten Musikgeschmack. So viel bleibt festzuhalten. Hey, wow. Da. Das sind wir. Nicht direkt. Wir schwimmen in verschiedenen Meeren, landen aber an derselben Küste. Am Anfang steht immer ein Leuchtturm. Kapier ich nicht. Ist auch nicht nötig. Es passiert trotzdem. Wieso? Weil es so ist. Und immer war und sein wird. So viele Möglichkeiten. Sie führen uns alle zum selben Ort, wo es anfing. Niemand sagt mir, wohin ich gehe. Booker, das ist schon geschehen. Ich wollte gerade sagen, warum die Lichter denn auf einmal ausgehen, aber die gehen immer an. Und aus. Mhm. Sozusagen dreht sich die Lampe, was ja normal bei einem Leuchtturm ist. Oh, was ist das denn? Das sieht so einladend aus hier. Schöne Holztür. Bisschen puristisch. Moment mal. Das kenne ich hier. Hier war ich schon mal. Das muss jetzt 20 Jahre her sein, gleich nach Wounded Knee. Ich suchte damals... Komm nun, die Zeit, sie drängt! Warum warst du hier? Bist du bereit, deine Vergangenheit auslöschen zu lassen? Deine Sünden zu tilgen? Wiedergeboren zu werden? Nimm meine Hand! Nein. Nein, ich will nicht. Aber du hast es schon getan, nicht? Ja. Kann ich nicht einfach weitergehen? Ich will es aber nicht machen. Ich will nicht. Na gut. Bist du bereit für die Wiedergeburt? Ja. Verabscheust du deine Sünden? Ja. Verabscheust du deine Schlechtigkeit? Ja. Möchtest du reinen Tisch machen? Alles, was du warst, hinter dir lassen und wiedergeboren werden im Blute des Lammes? Jesus, wasche diesen Mann rein! Vater, lass ihn wiedergeboren werden! Herr! Schluss! Was soll denn das? Gehen Sie weg! Sohn! Du hast es nicht getan. Du denkst, einmal untertauchen im Fluss macht meine Taten ungeschehen? Verschwinden wir. Pass auf, diese Türen da, das sind alles Risse, oder? Öffne einen. Ein nach Paris. Ich will bloß hier raus. Erst müssen wir Comstock finden. Comstock ist tot! Nein. Er war hier. Hier lang. Das gefällt dem Booker nicht. Ich glaube, der hat Angst davor zu erfahren, was wirklich passiert ist. Und meine Schulden? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Dieser Mann hat mich beauftragt, dich zu finden. Wirklich? Der Lutess, ja. Bruder. Mädchen gegen Schulden.
dachte ich. Das ist er auf jeden Fall. Ja, ja, das ist der gute Lutez. Oh, oh Gott. Moment, warte, das stimmt nicht. Was ist das? Da war kein Baby. Das weiß ich. Nein, da war kein Baby. Und wenn doch, dann würde ich es niemals diesem Kerl geben. Booker, du verlässt diesen Raum erst, wenn du es tust. David, die Zeit wird langsam knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Oh mein Gott. Ja, sieht auch Elizabeth ein bisschen ähnlich, ne? Nein. Du kannst warten, solange du willst. Am Ende wirst du ihm doch geben, was er will. Woher weißt du das alles? Ich kann alle Türen sehen. Und was hinter all den Türen ist. Und hinter einer von ihnen sehe ich ihn. Komm, Stock. Oh, der Showdown nach dem Showdown. Okay, dann test das Baby geben. Ich möchte nicht, aber... Nun gut. Was habe ich für eine Wahl? Die Schuld ist beglichen. Mr. Comstock spricht sie von ihren Sünden frei. What? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Da war kein Baby. Ich sollte lediglich nach Columbia, um dich rauszuholen. Booker, du blutest. Nein. Ich weiß doch, woran ich mich erinnere. Wir haben ihn verwirrt. Was jetzt kommt, wird seine Laune vermutlich auch nicht verbessern. Komm. Wohin? Hallo? Ach so. Was wollen wir hier? Comstock ist tot. Wir können nur unsere Leben weiterleben. Du musst tot? Nicht... Du meinst wie Chen Lin? Wie Lady Comstock? Nein. Er lebt in einer Million. Millionen Welten. Es ist nicht vorbei, weil der Prophet tot ist. Vorbei ist es erst, wenn er gar nicht erst gelebt hat. Ja, das ist ja mal eine heikle Aufgabe hier. Was ist das denn? David, bring us a girl and wipe away the debt. Ja, und wasch die Schuld weg. This is your last chance. Oder Chance, wenn man es britisch mag. So, klopf, klopf. Hey, ich spiel nicht mehr mit, hört ihr? Ziemlich instabil. Ich steig aus. Geht sie zurück. Geht sie zurück. Es geht schon? Spinnst du? Nein, du bleibst schon nicht hängen. Komm! Gib sie mir wieder, du Schwein! Es ist soweit, los! Nein. Nein! Gib mir meine Tochter zurück! Oh mein Gott! Nein! Nein! Anna! Anna? Oh mein Gott. Nein. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, Anna. Verzeih mir. Oh Gott. Sie ist fort, Booker. Anna ist fort. Du warst 20 Jahre in diesem Raum. Und Adi. Hast bereut. Dann eines Tages kam ein Mann und bot dir die Chance auf Erlösung. Die Chance, für uns zusammen zu sein. Ich weiß bereits, dass sie funktioniert. Aber funktioniert er? Anna. Anna. Es tut mir so leid, Anna.
Denkst du, er hat sich gebrandmarkt, um Buße zu tun? Verstehe ich nicht. Was war, das war. Was war, das wird sein. Sein Brandmal ist sein Kreuz, wie er unseres ist. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns die Kleine. Und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns, siehst bringen du? Sie uns die Kleine. Er reimt sich seine Geschichte und zusammen. Tilgen Sie die Schuld. Du bist ja sehr stolz auf deine Theorie. Er fabriziert neue Erinnerungen aus seinen alten. Tja, das Gehirn passt sich an. Ich kenne das. Bringen Sie uns die ich Kleine. Ich hab's erlebt. Und tilgen Sie. Booker, wach auf. Booker, wach auf. Hier hat es angefangen. Ich hab dich verkauft. Ich hab dich verkauft. Für sie spricht, sie wollten sich rauswinden aus dem Geschäft. Das ist alles Comstocks Schuld. Was, wenn ich zurückgegangen wäre, ihn getötet hätte, vor all dem? Dann geraten Dinge in Bewegung. Woher weiß man denn, wie weit man zurück muss? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss in die Zeit seiner Geburt und das Schwein in seiner Krippe ersticken. Ja, super Idee, Kindermörder, ehrlich. Reicht ja nicht schon, dass du deine eigene Tochter verkauft hast, jetzt willst du auch noch ein kleines Kind umbringen. Ein Säugling. Nimm den lieber mit und erzieh den vernünftig. Oh wei, oh wei, oh wei. Bist du sicher, dass du das willst? Ich muss es tun. Nur so kann ich alles ungeschehen machen. Booker DeWitt, bist du bereit Was für soll die das? Wiedergeburt? Wieso bist sind wir wieder hier? Das ist nicht derselbe Ort, Booker. Aber natürlich, ich erinnere mich. Moment. Bist du bereit, alles was war zurückzulassen? Du bist nicht. Tisch zu machen, wer bist du? Du hast dich entschieden zu gehen, aber in anderen Meeren eben nicht. Du hast dich taufen lassen und du wurdest als ein anderer wiedergeboren. Comstock. Das alles muss enden, damit es nie beginnt. Nicht nur in dieser Welt, sondern in allen. Versteck ihn in seiner Krippe. Versteck ihn. Wiedergeboren werden. Bevor die Entscheidung fällt, bevor du wiedergeboren wirst. Welchen Namen nimmst du an, mein Sohn? Er ist Zachary Comstock. Er ist Booker DeWitt. Nein. Ich bin beide. Das war ja was. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Oder? Wow. Ja, Leute, ich muss das, glaube ich, jetzt auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ihr Lust habt, mir auch ein paar Kommentare zu schreiben, was ihr über das Ende denkt. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand super, hat echt ein tolles Spiel, super Atmosphäre. Wirklich schöne Story und wahrscheinlich werde ich mir das nochmal in Ruhe irgendwann mal im Sessel angucken und dann mir mal noch ein paar mehr Gedanken darüber machen, das Gesamte nochmal versuchen zu erschließen. Also, ich sage bis zum nächsten Mal und hat mich gefreut. Bis denn, euer Smurlock. Bye, bye.